My name is Linda, I'm working for Air France KLM, and in more than 2 years, I heard a lot of incredible stories of the passengers traveling with us. I would like to tell you one, which is very special for me personally. Mal auf einer Messe, auf einer Reha-Messe gewesen und wo eben Rollstühle und alle möglichen Hilfsmittel für Behinderte vorgestellt werden, was es auf der ganzen Welt gibt und auch Therapiemöglichkeiten. Und da war auch die Therapie in Curaçao vorgestellt. Mrs. Wunsch wrote us inquiring about a ticket price so that the family could go to Curaçao. She even sent us a website the family created to raise money. I was moved by the story and decided to call her. To ensure a smooth travel for Johannes, we exchanged a lot with the family, with KLM Cares, and with Air France market representatives. When everything was taken care of, we sent the KLM postcard to the family. Ja, eine ganz tolle Idee, das zu machen. So gefreut. Wir waren eh noch so mit Organisieren beschäftigt und haben wir alles. Und dann kam diese Karte und dachte, oh, jetzt geht's wirklich los. Dann kam die ganze Crew an uns vorbei und sie standen alle und haben gewartet, bis wir durch die Sicherheitschecks gegangen sind. Und sie standen alle so da und haben Hallo gesagt. Schon so richtig entspannt, durch das wir auch in der ersten Klasse fliegen durften, hatten wir so voll das gute Gefühl, waren uns richtig motiviert, jetzt weiter zu fliegen. Genau, und die Leute waren auch total nett, das Servicepersonal, also haben dich gleich mit Namen angesprochen, ganz herzlich, haben immer Hilfe angeboten. Du warst die ganze Zeit wach, mal öfters mal fliegen, dass du wach bleibst. I realized how many people can be connected with such an amazing story, which is why I'm now sitting in a train to Dresden to finally meet Family Wunsch.